So. Ach ja. Ja. Ja, Mensch. Wo waren wir? Ach genau, Trailer und Kakerlaken, die mir entgegengehüpft sind. Ja. Also, ich habe so einen auch schon mal gesehen. Schlimmer wird es dann noch, wenn man versucht zu duschen. Dann kommen die aus dem Abfluss. Oh, boah, ekelhaft. Warum machen die Wieso? sowas freiwillig? Wir waren dabei, wie viele Sterne sie dem VPD Venture geben würden. Sagen wir mal. Haben sie denn wenigstens einen Trailer Wie viele gefunden? Sterne? Nee. Ja, klar. Nein. Nein, gefunden schon, klar, die stehen da ja. Aber Aber Okay, keine, der ihn das True können wir gab. besser machen. keinen, wo ich sagen würde, ich wüsste jetzt, dass man da auch rankommt, so, ne? Inwiefern Manchmal, ja, rankommt. also manchmal sieht man das ja, ob die Okay. schon vermietet sind oder nicht. Aber es sah alles vermietet aus. Okay. Soweit ich das sehen konnte. Es ist halt dunkel gewesen schon. Okay. Seit wann waren sie denn unterwegs? Bitte? Seit wann waren sie denn unterwegs? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es war Hm. dunkel. Schwierig. Okay. Ich glaube, wir müssen mal auf die andere Seite so ein bisschen gehen. Unser Gespräch ist zu laut. Unsers? Ja. Ich habe gerade schon gehört. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite gehen. Also ich gebe mir schon Mühe. Ja. Ich weiß, ich bin eine sehr laute Person, aber trotzdem. Aber was würden Sie eigentlich Aber. sagen, fliegt besser mit einem Baseballschläger? Ein Apfel oder eine Orange? Nie ausprobiert? Ein Baseball? Mit einem Baseballschläger, ja. Ja, ein Baseball. Ja, ja, aber eine Apfel oder eine Orange? Darf der Apfel, weil die Orange einfach platzt. Ja. Ja, schon, wobei der. Das kann beim Apfel auch klappen. Aber Ja, der dann. Apfel könnte auch zerbissen. Ja, Aber das ja. Problem ist an der Geschichte, also der Vorteil ist, der Apfel ist härter. Ja. Das war auch bisher mein Gedanke. Deswegen, mit dem Apfel habe ich es auch schon ausprobiert. Aber ich habe mir ist eingefallen, Orangen, ne, so rund und so, aber die sind zu matschig, glaube ich. Ja, die Bälle fliegen immer irgendwo hin und dann findet man die nicht wieder. Deswegen muss man sich dann anders behelfen. Haben Sie schon mal versucht, damit Baseball zu spielen? Wie gesagt, mit dem Apfel habe ich es schon mal versucht, aber nach einem Schlag ist er halt auch nicht mehr zu gebrauchen. Also. Orange noch nicht. Okay. Deswegen habe ich gerade so überlegt, ob vielleicht was Weicheres. Nee, aber ja, wie gesagt, Baseball, vor allen Dingen. Wenn, dann bräuchten Sie was härteres, Baseball spielen. Ja. Wieso denke ich jetzt an eine Kokosnuss? Die ist zu groß. Weil die ist zu hart. Ja. Also es muss härter sein, es muss aber flexibel sein. Weil das Problem ist, wenn es halt, ich sag's jetzt mal, starr ist, dann haben sie halt das große Problem, dass es halt einfach, ja, entweder zerberstet oder einfach nur gerade runterfällt. Ja. Oder tatsächlich gibt der Baseballschläger nach, wenn man ganz viel Pech hat, wenn man den falschen Winkel erwischt. Das wäre nicht so gut. Und wenn man dann im falschen Winkel steht, dann kriegt man den Baseballschläger selber ins Gesicht. Ja, oder die Kokosnuss. Die ist auch nicht so gut. Können Sie mir eigentlich sagen, wie lange die Uhrhaft ist? Wissen Sie da schon was? grundsätzlich ist die Ermittlungen abgeschlossen sind erstmal. Ach Also so. hinter mir steht ja ein Anwalt, ich bin aus, der wird auch zu Ihnen gehen. Also ich kann da keine Zeit wirklich genau nennen. Ja, okay. Kurz nur jemanden schreiben. Auch keine Multitasking-Person. Doch schon, also da habe ich jetzt nicht die Problematik mit. Okay. Es gibt Ich ja wollte Leute. sie nur darauf hinweisen, nicht, dass sie sagen, ich bin unhöflich, weil ich auf mein Handy gucke. Nein, nein, alles gut. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich kann nicht Moment. denken, während ich schreibe. Kommt. Ja, das wäre wunderbar. Dankeschön.
Check. Das ist das Einzige, was mich wirklich ablenkt. Ja. Ja, das kenne ich auch vom MD. Die Leute dann immer so. MD? Ja, na, also als Patient halt, ne? Ach so. Wenn die Leute dann mittendrin so im Satz stoppen und erstmal den Funk lauschen. Ich würde was trinken wollen. Okay, wer? Haben Sie was? Ja. Ja, warum ist er trinken? Ist er? Ja, das sagst du mal. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich ihr das Trinken nicht erlaube? Ich glaube, dann hätte ich ein anderes Problem. Ja. Ja, ich weiß ja nicht. Also, einige Leute sind sehr nervös oder so. Also nach den ganzen Durchsuchungen, wenn ich ja, ne? Wenn sie da jetzt noch eine Waffe ziehen, dann, dann würde mich sowieso was wundern. Dann bin ich Houdini oder so. Da wird mich auch einiges wundern. Also, Hut ab. Also ich habe aktuell auch nicht mehr das Verlangen danach, dass ich, naja, wie soll ich das am lustigsten sagen? Eine Waffe zu ziehen, oder? Nee, wenn sie jetzt die Hände in der Hosentasche hätten, ach so, würde ich jetzt auch keine Sorge haben, dass sie gleich was rausziehen. Weil ja, vielleicht ein paar Kekskrümel oder sowas. Es kann wirklich gut sein. Oder Sand. Sand ist auch möglich. Warum Sand? Ach, Sand ist immer überall. Ja, ich meine, wir sind ja da oben gewesen. Also es ist überall immer sandig irgendwie gefühlt. Am unangenehmsten ist es, wenn man am Strand ist und dann den Sand gefühlt überall hat. Oh ja. Auch in der Poritze. Ja. Nochmal schwierig. Wie lange wohnen Sie schon in San Andreas? Ende August, meine ich. Irgendwie so, ja. Noch nicht aktuell so lange. Und was arbeiten Sie aktuell, wenn ich fragen darf? Gar nichts. Gar nichts? Nee, ist auch nicht so einfach. Aber es gibt so wenig Vormittagsjobs, sag ich mal, wo die machbar sind, so für mich. Also ich sag Ihnen, wie es ist, ich bin letztens auf jemanden getroffen, der nimmt sich jeden Früh sein Fahrrad und fährt Briefe und Pakete aus. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe mir am allerersten Tag auf der Insel ein Fahrrad gekauft. Und naja gut, man kann halt nicht überall hinfahren mit dem Fahrrad, ne? Um Pakete. Und Pakete ist sowieso schwierig, Briefe geht vielleicht noch. Je nachdem, wo man ja, halt gerade ist. Möglich ist es schon mit den Paketen. Aber dann können sie wahrscheinlich maximal eins transportieren, wenn es hochkommt. Eben. Und ich bin einmal, also nicht auf dem Freeway selber, sondern es gibt da so Nebenstraßen, ne? Da bin ich ja auch mal lang gefahren mit dem Fahrrad. Das war, da war ich, glaube ich, 3 Stunden unterwegs. Also. Auf Fahrradtouren habe ich auch schon gemacht. Mhm. Also auch bis nach Palito. Nur, wenn man halt nach Palito mit dem Fahrrad fahren will, dann hat man halt einen absoluten Umweg. Also da fährt man ja total am Alamossee lang, dann oben beim Sägewerk wieder runter. Also da hat man dann, da weiß man am Ende, was man getan hat. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also fit ist man auf jeden Fall dann, ja. Ich habe das, glaube ich, auch mehrere Tage hintereinander gemacht. Aber ich wurde auch schon mal von jemandem drauf angesprochen. Der wurde dann einfach zu mir meinte, bei Ihnen merke ich so richtig, dass Sie aus Amerika kommen. Was? Ja, was soll das meinte, denn heißen? Jemand meinte zu mir, ja, ich laufe den und den Weg. Aber meinte, soll ich fahren? So. Und irgendwann, weil ich halt so ein netter Mensch bin, bin ich einfach vorbeigefahren und gemeint, ja, jetzt bin ich sowieso da, steigen Sie rein. Und dann habe ich die Aussage bekommen, ja, daran merke ich, dass du wirklich aus Amerika kommst. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Also, alles, was länger als eine Autolänge ist, wird gefahren. Ja, ich meine, ich komme ja auch aus New York, also ist halt so. Also New York ist nicht mein Pflaster. Ja, ich bin es glücklich, ist da, wo ich herkomme. Ja, und da ist es auch sandig. Danke. Ich muss auch sagen, hier ist es angenehmer, ein bisschen ruhiger alles. Hm. Aber ja, es gibt ja teilweise nicht mal Fußgängerwege. Also, ne? Fragen Sie mich mal, also in meiner Heimat, ja, in der Hauptstadt gab es schon Fußgängerwege, aber sobald wie lange sitzen wir denn jetzt, dort ist, wo, also ich sitze 24 also Stunden. Ich komme wirklich aus dem kleinsten Vorort überhaupt, gefühlt. Mhm. Da ist nichts mehr mit Fußgängerwegen. Nee.
Das ist dann so ein Sandy-Shore-Speeding. Ich sag dir, wie es ist, die machen mit dir, was sie wollen, Alter. Mit weniger Trailer. Oh, ja. Nur mit weniger Trailer. Okay, also nur noch Sand. Keine Ahnung, was los ist, Mann. Naja, Arizona. Ich weiß es auch nicht. Ah. Ich war am Überlegen, weil ist es ihre Naturhaarfarbe? Nein. Okay. Ne, wer... aber ich habe ich kann nicht mehr reden, es tut mir leid. Ich habe Naturhaarfarbe rot, aber so rot, wie sie ist, ist nachgefärbt. Gut. Ich überlegt habe, dass es vielleicht eher so aus dem irischen Bereich kommen könnte oder sowas. Nein. Mit Irisch habe ich tatsächlich nichts zu tun. Mein Vater hat was mit England zu tun, aber damit habe ich selber nicht viel am Hut. Ja, das ist ja deswegen, die Ecke. Deswegen Ciao. Auch der Nachname Cunningham. Ah. Ich dachte, wir hatten noch ein Date, Mann. So viele Leute, die hier rumlaufen. Was haben sie in New York so gemacht, wenn ich fragen darf? Hatten sie da arbeitstechnisch irgendwas? Ja, ich habe halt mit Ghostwriting Geld verdient für Filme. Mit was? Ghostwriting. Also, was ist das? Das ist, dass man schreibt ein Drehbuch, aber quasi nicht im eigenen Namen, sondern für jemanden. Das okay. gibt's auch für Musik teilweise, ne? Dass andere Leute da die Songs schreiben, als die es aufführen und sowas. Also, dass ich das Ganze quasi richtig verstehe. Sie haben ganze Drehbücher geschrieben, aber quasi wurden da drin nie aufgelistet, weil sie es einfach verkauft haben. Richtig. Mann, ist das undankbar. Schon, ja. Man bleibt halt unterm Radar, so für die Öffentlichkeit auf jeden Fall, ne? Aber will man nicht seine Werke irgendwie demonstrieren, wenn man schon was Eigenes schreibt? Ja, ich habe überlegt, ob ich damit hier anfange, um mal aus den Schatten ins Rampenlicht zu gehen quasi. Aber ich muss sagen, ich fühle mich da ganz wohl, weil umso weniger Aufmerksamkeit hat man auch, ne? Man halt nicht so erkannt wird. Ja. Aber so, ja, so ein bisschen in die Filmbranche bin ich natürlich auch reingekommen. Ich habe also nicht nur die Drehbücher geschrieben, ich habe teilweise auch zugeguckt, wie die Filme dann entstehen, aber dann halt auch eher im Hintergrund, was ist ich, als Kabelträger oder so, ne? Aber hätten sie dann nicht auch die Möglichkeit, hier in San Andreas was zu machen, in der Hinsicht? Ja, schon. Es ist halt schwierig, ne? Kunst wird hier nicht wirklich bezahlt. Die Freizeit nutzen, nicht wahr? Ein bisschen Sport machen. Also, damit habe ich mich leider zu wenig auseinandergesetzt. Das muss doch auch mal das Problem sein. An der ganzen Geschichte. Ja, die Leute sind halt häufig nicht bereit, für Kunst zu zahlen, sagen wir es mal so. Man verdient da nicht viel mit. Oder gar nichts. Bis es irgendwann mal ein fertiges Werk vielleicht gibt, natürlich, ne? Wenn es dann bekannt wird, erfolgreich, was auch immer. Das Ding ist halt, mit Venture werden sie halt auch kein Geld verdienen. Nee, nicht wirklich. Wenn sie dann Videos hochladen. Richtig. Ach, jetzt geht Venture auch wieder nicht. Ah doch, jetzt ist der schon. Zum Thema Venture. Schön. Ja, dann haben wir heute mal Probleme zu haben. Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist schwierig. Vor allen Dingen habe ich dann festgestellt, dass ich einfach viel zu viel auf Venture, auf den Firmenpunkt gehe, wenn ich irgendwo hin will und gar nicht weiß, wo die sind, weil ich mir das nicht merke. Und Venture ging nicht. Und ich so, wie komme ich da jetzt hin? Ja. Aber wenn sie quasi irgendwas am Suchen sind, wo sie jetzt mal hinwollen? Genau, das war schwierig. Aber hatten die Steiner, finden sie? Ja. Das ja. Nee, ich wollte zu Dynasty. Und das merke ich mir nie. Ah. Naja, am Endeffekt können sie sich vorstellen, irgendwo, wo so eine riesen fette Tafel ist in der Stadt, dort ist Dynasty. Riesenfette Tafel. Ja, ich habe dann festgestellt, ich war irgendwie eine Straße falsch oder so. Also ich war fast, ich habe es fast geschafft. Das kann man in zwei verschiedenen Hinsichten sehen. Entweder man hat es fast geschafft oder man hat es ganz knapp verfehlt. Wo müssen wir hin? Wenn die immer noch stimmt. Da sind, dann bin ich durch die Doppeltür. Das ist, kommt drauf an, wie optimistisch man ist. Würde ich sagen. Sind Sie ein optimistischer Mensch? Grundsätzlich ja. Deswegen, ich habe es fast geschafft. Das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Manchmal muss man sich halt einfach nur ein Stückchen mehr anstrengen, dann klappt's. Ja. Achso, wegen deines, ja, wegen den Trailern hatten sie ja gesagt. Ja, auch. Ich habe mir aber auch endlich mal so eine Versicherung fürs MD organisiert. Krankenversicherung? Genau. Aber das machst du nicht bei Dynasty.
Nee, aber die sitzen da jetzt gerade wohl irgendwie. Deswegen. Okay. Ja, ja. Also das ist aktuell irgendwie im gleichen Gebäude. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ich glaube, ich weiß warum. Okay. Ja, ja. Also da waren ja auch die Security von der Pacific Standard Bank. Das sind ja irgendwie, die zwei Unternehmen gehören ja irgendwie dazu, soweit ich weiß. Also gehe ich mal davon aus, dass das so ein Sicherheitsding ist. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich die da angetroffen. Das ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Das heißt, sie haben jetzt quasi eine Krankenversicherung oder... Naja, noch nicht, weil Venture nicht geht. Achso. Ja, weil die den Vertrag deswegen noch nicht schicken konnte. Also wird das irgendwie morgen oder wann wahrscheinlich passieren. Das heißt, sie bekommen dann eine SMS oder eine Venture-Mail? Oder beides? Ja, vermutlich. Ne, ich bekomme wahrscheinlich eine Venture-Mail mit dem Vertrag, den ich erstmal unterschreiben muss. Das geht ja per SMS nicht. Das, ja. Ach ja, die schönen Verträge, die von Dynasty und da drüben geschickt werden. Ja, das ist auch immer so eine Sache, das stimmt. Vor allen Dingen, im MD hat mir jedes Mal jemand anders gesagt, also einen anderen Preis genannt, was diese Versicherung denn kosten würde. Das war auch sehr wild. Sieg. Hand aufs Herz. Hast du mit McCoy schon geredet? Wie wahrscheinlich... Okay, die würden mich jetzt ins Feuer, weil ich muss gleich irgendwann, ich wollte mich vorab legen, Mann. Was machen die? Die wollten mich wohl jetzt verhören. Soll ich auf McCoy warten, weil das schaffe ich nicht mehr heute, Mann. Ich bin einen langen Tag hinter mir. Ich verstehe gar nicht. Frag die mal, die sollen McCoy zu dir holen. Also ohne den sowieso nichts sagen, ja? Ohne den weißt du Bescheid, Mann. Ja, klar. Ich hab nichts zu sagen. Was auch immer du sagen solltest, keine Ahnung. Ja, eben. Das Auto und wurde mal wieder von denen gebumst. AGBs, ne? Ja. Ich glaube, ich habe das erste Mal ein bisschen reingeschaut. Aber normalerweise lese ich sowas auch nicht. Das ist dann immer erst, wenn man irgendwas kündigen muss. Dann stellt man fest, ich sollte vielleicht erst mal gucken. Also ist dann quasi so dieses Motto. Ich weiß ja nicht mehr, wo ihr wart, da Bro. Da steht aber ganz viel in diesem Vertrag. Sollte ich am besten lesen, bevor ich es unterschreibe. Erste Oh, scheiße, ist mit zu viel. Hier, Unterschrift. Ist aber auch nicht immer schlau. Wenn die Waschmaschine vor dem Haus steht, dann weiß man, was falsch ist. Oder irgendwelche, auf einmal irgendwelche Rechnungen reinkommen, wo man denkt, hä? Was? Was habe ich da? Sie haben doch hier unterschrieben, $50 Zusatzsteuer. Ja, ja, genau. Vertragsgebühren und alles Mögliche. Einfach ist der wichtigste Sache, das ist immer Kündigung. Ja, auf jeden Fall. Weil da stehen manchmal richtig, richtig, richtig unnormale Summen drin, was Geld angeht. Mhm. Ja, ich habe da auch schon von einem Fall gehört, die hat wo gearbeitet? Und die haben irgendwie sie rausgemobbt, keine Ahnung, was ihr irgendwas vorgeworfen, was sie angestellt hätte, blablabla, ne? So, und dann haben sie gekündigt. Und dann sollte sie aber noch irgendwie $10,000 Vertragsstrafe zahlen. Okay. Das war mies. Ich auch gedacht, was? $10,000? Niemand hat $10,000, der da arbeitet, meine Güte. Und wo hat die gearbeitet? Protonis. Oh, ich komm mal kurz hier hin. Jo. Der Kollege ist auf dem Klo, da will ich nicht stören. Ja, diese Klogänger. Sind noch Bettlaken davor gehangen? Ja, genau, Bettlaken davor hängen. Ich glaube, da ist einfach auf die Seite kurz gehen effektiver. Ja, dauert zu lange. Erstmal wieder alles zusammenfriemeln. Die halten auch so schlecht. Erstmal Knoten reinmachen. Ja. Oh, Bettlaken hier, dann hast du so ein Zelt. Baut man hier aber so ein Kissenzelt wie in der Kindheit? Ja. Ja, ich meine, das könnte ich ja theoretisch hier mit den Dingern auch schon machen, wenn ich hier was drüber hänge. So eine da Höhle. Die Sicht blockieren, danach kommen wir erstmal rein. Ja, ja, eben. Ja, dann kommen wir rein und werden erstmal die Blockade wieder entfernen. Ja, dann ist die schöne Höhle kaputt. Wir sind ja quasi so die wir damals auch mal die Sandburg kaputt gemacht haben. Boah. Boah, das ist aber sehr fies. Also super das, fies. Das ist aber, geht ja gar nicht. Okay, du bist so eine, okay. Nee, tatsächlich war ich immer die das Handbuch gebaut hat. Hm. Deswegen kommst du direkt mal kaputt machen. Ja, ich habe das tatsächlich in meiner Kindheit oft genug erlebt, bin ich ganz ehrlich.
Oh, jetzt habe ich Mitleid. Das ist so fies, wenn man so Sandburg baut, so richtig Mühe gibt und dann kommt jemand und macht die einfach kaputt innerhalb von einer Minute. Ja, vor allen Dingen nicht nur innerhalb einer Minute. Bei mir war das so, die sind dann einfach mit voll Karacho draufgesprungen. Richtig mit Anlauf. Also was? Die sind mit Anlauf? Moment. Okay. Moment. Ich glaube, die Kollegin kriegt gleich einen Anruf. Hm. Entweder Funk oder Telefon, ja. Tschüss. Irgendwie, ich werde heute mal alleine gelassen. Tja, sowas. Genau, ey, wie ist es bei Ihnen von der Müdigkeit her? Es geht noch. Geht noch, okay, gut. Dann ist auch hoffentlich für Sie in Ordnung, dass der Hollow gleich vor Ihnen drin ja, kommt. Ja, ja, ja. Okay. Weil der ist schon sehr müde. Ja. Kann ja auch keiner damit rechnen, dass das immer so lange dauert, wenn da so viele Leute hier rumwuseln. Ja, es dauert halt schon eine Weile. Die Staatsanwaltschaft wird halt überall dabei sein. Ah. Und sie haben alle den gleichen Anwalt. Ja. Das zieht natürlich auch ein bisschen. Genau. Das ist die Schwierigkeit bei der Sache. So, Sandburgen oder? Achso, ja, genau, zur Geschichte zurückzukommen. Das dramatischste Erlebnis, was ich tatsächlich jemals in meinem Leben sich mit zu einer Sandburg eingebrannt hat. Ich war mit meinen Eltern am Strand, hab eine Sandburg gebaut und die Lifeguard. Die Lifeguard. Mit einem Satz. Oh nein. Ich bin zu einem Buggy über den Strand gefahren. Und schätzen Sie mal, was im Weg des Buggys stand. Oh, okay, das ist wirklich. Oh. Das ist ja nicht mal Absicht. Damals habe ich wirklich geweint. Heutzutage finde ich es irgendwie lustig. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass es mit Absicht irgendwie passiert wäre. Es war einfach nur der falsche Ort für die Burg, anscheinend. Oder dieser Set-Life-Moment, wenn man einfach, wenn dann einfach die Flut kommt. Ja, auch Set-Life. Jeden Fall, ja. Also vor allem, ich fühle das so, weil ich einfach so ein Strandkind bin. Weil in Miami ist man halt immer so schnell immer am Strand. Boah, ja. Naja, Strandkind kann ich jetzt nicht sagen. Also Sand kenne ich mich mit aus. Vielleicht mal ein Kaktus. Da habe ich dann schon Glück. Aus dem Kaktus kann man auch eine Burg machen. Was, ein Krönchen oben drauf oder so? Naja, eine gescheite Sandburg kriegt man ja auch nur mit Wasser hin. Ja. Muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Weil mit trockenen Sand, das klappt einfach nicht. Das klappt nicht. Nee, aber man muss auch aufpassen. Also ich sag mal, die ersten Sandburgen sind zu nass. Das geht auch nicht. Die zerfließen dann einfach. Naja, meistens war es immer als Kind so die Freizeitbeschäftigung, die ich mit meinem kleinen Bruder hatte. Aber es ist auch schon lange her. Irgendwann hört man auf, Sandburgen zu bauen. Ach, ich baue bald nochmal eine ganz große und dann bist du. Ja, dann treffen wir uns in Vespucci und dann bauen wir eine ganz große. Das ist eine Sandfestung. Das ist, oh ja. Sandfestung, okay, ja. Es gibt, glaube ich, sogar wirklich so Wettbewerbe für sowas. Ja. Die machen das dann mit, keine Ahnung, was für Verschnörkelungen und Sandkunst und. Ich sehe es gerade einfach so bildlich, so eine Sandfestung. Und dann ist da einfach so eine, ja, gebastelte Tür, wo man quasi aufmacht. Und dann einfach so aus Sand, wo dann einfach so hoch und runter geht, wo eigentlich gar keinen Sinn macht, wo gar nicht funktioniert. Kennst du das aus den Filmen? Ja. Das Tor in eine andere Welt. Ach ja. Sind die jetzt noch gerade beschäftigt alle mit irgendwem, oder? Ist eine gute Frage. Ich Überblick. Weiß nur, dass ich gleich kurz abgelöst wäre, weil ich kurz was machen muss. Ja, viel Erfolg oder so. Und noch ist keiner da. Ja. Noch ist keiner da, ja. Ist jetzt auch leerer und ruhiger geworden. Jo, ich glaube, der Herr drüben ist wieder auf dem Klo. Ich bin wieder drüben. Jo. Ach ja. Ja, ich hoffe das auch. Da sind jetzt aber auch weniger Kollegen unterwegs. Das ist nicht so ein Gewusel. Aber ja, es ist, der Wuselfaktor ist geringer geworden. Mhm.
Entschuldigung, musste mich kurz um mein Vorgerät kümmern. Ja. Das steht auch nie still, ne? Ist das eigentlich nervig? Also ich meine, die ganze Zeit noch so andere Stimmen im Ohr zu haben, fühlt man sich denn nicht so... Hat ja so ein bisschen, noch so ein bisschen Wahnsinn. Es gibt Tage, wo ich in Feierabend gehe und mich auf meinem Heimweg nach Hause wirklich so denke, oh, ist das gerade schön ruhig, keiner schreit mir ins Ohr. Ja. Aber man gewöhnt sich auch dran. Keine fremden Stimmen im Kopf die ganze Zeit. Ja, es ist, ne? Ist es dann vielleicht auch gruselig, wenn es auf einmal still ist? Kommt auf die Situation in an. Wahrscheinlich auch, wie lange man am Stück im Dienst war, ja, denke ich mal, ne? Und wenn jetzt irgendwie 8 Stunden die ganze Zeit so jemand noch im Ohr hatte, dann Stille ist. Also ich bin dir ganz ehrlich, wenn mir 8 Stunden von diesem kleinen Kasten die Ohren zugelabert werden, dann schalte ich den irgendwann aus. Aber nicht mehr erreichbar für den Funk. Da können die mich dann anrufen. Ja. Ja. Müde? Eigentlich gerade. Ach, schon fast schon 0 Uhr. Yep. Es ist so eine Zeit. Wann wollen Sie ins Bett? Ja, irgendwann demnächst. Innerhalb der nächsten Stunde oder so. Okay. Also, ich hab's jetzt aber nicht so eilig. Also, Not kann ich da auch einmal kurz Zeit geben, wenn sie sich hinlegen wollen. Nö. Hola, hast du noch was essen wollen? Ja, Hollow braucht was. Ich hab dir meinen letzten Burger vollgegeben. Oh. Okay, dann, wir brauchen hier noch ein bisschen was zu essen. Auch nur noch einen Reserve. Ja. Die halten nicht lange vor. Genau. Leider. Guck mal, Manda, sie haben nichts mehr zu essen dabei. Was ist so Ihr Lieblingsessen? Burger. Burger. Vor allem auch vom Diner. Die sind richtig gut. Die sind Chili hat? Ja, genau. Die sind super. Und den Galaxy Shake. Wissen Sie, was auch immer recht lustig ist? Also grundsätzlich bin ich ja wirklich ein Mensch, wo sagt, ey, jeder soll machen, was er möchte und leben, wie er möchte, solange er niemand anderen dabei behindert oder irgendwelche Gesetze bricht. Also ich spreche da jetzt auf vegetarisch an oder was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja, ja. Aber ich bin tatsächlich auch ein Mensch, ich weiß nicht, wo ich da war, irgendwo in einem Laden und dann waren die Leute vor mir. 2 Leute waren das, oder 3 sogar. Und dann ging es so, ja, haben Sie aber auch was Vegetarisches? Und das hat sich, keine Ahnung, so vornehm und so hochnäsig angehört, dass ich mir, als ich da dran bin, mir es einfach nicht verkneifen konnte, zu sagen, ja, hätten Sie dann auch was für Secondhand-Vegetarier? dann so, hä, wie Secondhand-Vegetarier? Naja. Das versteht keiner. Ich esse das, was mein Essen gegessen hat. Also, ich wiederverwerte sozusagen. Ich glaube, da habe ich immer böse Blicke zugeworfen bekommen. Hm. Komisch. Gar nicht verstehen. Aber, wie gesagt, jeder wie er möchte, aber ich verstehe halt auch nicht, kennen Sie solche Ersatzprodukte? So Fleischersatzprodukte? Hm. Ich verstehe den Sinn davon nicht. Warum, wenn man auf Fleisch verzichten möchte, tut man sich irgendwelche Chemiekeulen reinzuschaufeln, welche nach Fleisch schmecken sollen, was sie aber nicht machen. Na, also das würde ich nicht unterschreiben. Das Ding ist, dass die Wurst, wenn sie nicht behandelt wäre mit Gewürzen und alles, auch nach nichts schmeckt. Das ist teilweise so, dass die Firmen einfach die gleiche Gewürzmischung nehmen, nur halt kein Fleisch, sondern was anderes nehmen. Das ist halt für die Leute, die gerne, ich sag mal, Tierleid vermeiden wollen, aber eigentlich nicht so richtig verzichten, ideal. Man muss sich nicht so komplett umgewöhnen. Weil es riecht so, es schmeckt fast so. Also mittlerweile, die Sachen werden ja immer besser, die Produkte, sag ich mal, ne? Das ist schon nicht schlecht.
glaube trotzdem immer, dass es dann so richtige Chemiekeulen sind. Nicht mehr als alles andere auch. Sie müssen sich mal angucken, was in Fleischprodukten alles drin ist. Da guckt nur niemand drauf, weil es war ja schon immer so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber wie heißt es schön? In Maßen, nicht in Massen. Ja gut, das ist aber, da ist es ganz schwieriger Punkt bei Fleisch. Ja, wenn wir jetzt aber mal rein, wirklich einfach mal drauf achten, wo das Fleisch herkommt, dann ja, das tun die Leute auch ja Fleisch nicht. Gesund sein. Also, ja. Das hat ja nicht nur was mit gesund zu tun, es geht ja um das Tierleid. Also es kommt ja, die Leute haben ja unterschiedliche Gründe, warum sie auf Fleisch verzichten wollen, ne? Bei Gesundheit würde ich auch sagen, ich glaube, da tut sich nicht mal viel. Aber wenn es um Tierleid geht, dann schon. Das Ding ist halt, es muss aber auch noch ganz anders an anderen Dingen angehakt werden. Zum Beispiel Sojaprodukte und keine Ahnung was, ne? Also, da habe ich auch schon wilde Sachen gehört von denen. Ja, dann wird das ja extra nur dafür angebaut. Ja, aber das ganze Soja, was nur für das Tierfutter angebaut wird, das ist viel mehr. Also, aber die Leute gucken meistens halt nicht so weit dahinter, ne? Das ist es eigentlich eher. Ja. Bewusster ernähren, das ist es eigentlich, egal was. Ja, da passt wieder der Satz an Maßen, nicht in Massen. Ja. Verstehen Sie? Ja, ja. Weil im Endeffekt kann man von allem, also wir Menschen können ja sowieso mehr essen als andere Lebewesen. Also zum Beispiel Milchprodukte sind ja eigentlich, also schwierig. Sie kennen ja Laktoseintolerant. Ja. Eigentlich ist jeder Mensch grundsätzlich Laktoseintolerant. Richtig, ja. Nur wir haben es irgendwie hinbekommen, dass diese Milch nicht bei allen, manche haben es trotzdem noch, ja, aber bei den meisten tatsächlich nichts mehr ausrufen, weil wir Gewohnheitstiere sind. Ich würde gar nicht mal sagen bei den meisten. Es ist nur, also ich sag mal, es wird den Leuten jetzt bewusster, dass es das häufiger gibt. Ich soll dir sagen, du sollst dich schon mal ready machen. Du sollst dann gleich mit Prima los. Okay, dann Mr. Gleibern, hier ist Mr. Friedrichsen, der wird jetzt noch ein bisschen bei ihm bleiben. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal wiederkomme. Ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal eine gute Nacht. Ja, Ihnen auch. Okay, tschüssi. Ciao. Wie geht's Ihnen? Oh, mir geht's ganz gut. Ich weiß nur leider immer noch nicht, wie lange ich jetzt hier sein soll. Da habe ich keine Info bisher. Ich kann Sie gerade irgendwie nicht verstehen. Wollen Sie kurz zum Gitter kommen? Okay. Wie geht's Ihnen gerade? Oh, ganz gut. Ja? Okay. Ich weiß nur immer noch nicht, wie lange ich eigentlich hier bleiben soll. Das hat mir immer noch keiner gesagt. Ja. Haben Sie da eine Info irgendwie? Gibt's da irgendwas? Neuigkeiten? Gerade habe ich keine Info, leider. Okay. Das tut mir leid. Aber sobald ich eine Info kriege, oder Sie werden dann auf alle Fälle eine Info bekommen. Haben Sie noch genug zu essen und zu trinken? Ich habe bald nichts mehr zu essen. Ich habe jetzt noch einen auf Reserve. Okay, passen auf, dann gebe ich Ihnen was rüber zu essen und zu trinken. Oh, das sieht richtig lecker aus. Wollen Sie auch was zu trinken haben? Ja, nehme ich auch. Bitteschön. Wo kriegt man denn sowas her? Hab ich tatsächlich auch vom Kollegen gekriegt. Okay. Spannend. Kann ich mal probieren. Ist alkoholfrei. Ich wollte gerade fragen, es sieht so ein bisschen so aus, als wäre es das nicht. Nein, ist alkoholfrei. Erstmal die Leute, die hier in den Zellen sind, abfüllen, dann schlafen die alle gut. Dann haben alle eine gute Nacht oder so. Ja, richtig. Wie war Ihr Tag bisher? Würde mal sagen, gitterreich. Okay. Ansonsten ist nicht viel passiert. Also, eigentlich kann ich mich auch nicht beklagen, wenn ich nicht hier wäre. Ich denke, das wird sich alles klären. Ja, früher oder später, ne? Das hier ist dieses neu aufgebaute Revier, ne?
Genau, richtig. Das ist das Vespucci Department. Das hat dann auch gleich die Farben zu ihren neuen Uniformen, ne? Ja, stimmt. Haben Sie recht. Ich muss ja sagen, es sieht ziemlich langweilig aus. Naja, aber welches Department sieht schon schick aus, sind wir mal ehrlich. Ja, das stimmt. Ja, aber dieses Grau in Grau, also ne, sowohl Uniform wie auch alles andere. Es soll ja auch funktionell sein, sag ich mal so. Ja, klar. Ne, wir sind ja hier auf einem Arbeitsplatz. Hola, kurze Frage, Kollege. Kannst du einmal kurz das nehmen und mir eine Box davon zurückgeben? Na klar. Kann ich das? Eine reicht dir? Eine reicht mir für heute. Das erste. Also ich sollte demnächst an Essen kommen. Okay. Oh, verdammt. Das... Da haben sie zugegriffen. Das sieht aber auch lecker aus. Wenn sie was brauchen, und sie den Rest, also Dresden und Friedrichsen hast, kannst du an die Leute in den Zellen verteilen. Also auf jeden Fall der Herr links neben uns braucht was. Moment, hier ist noch Trinken, Energy, noch mehr. Okay, mehr kannst du nicht tragen. Nee, ich habe ja schon, wie du siehst, die Hände. Genau, die Hände voll. Genau. Genau. Dann frage ich direkt hier: Trinken oder Energy oder irgendwas? Nehme ich. Okay, gut, dann. Möchten Sie noch was essen, was trinken? Gibt's hier ein Energy? Oh, so ist, glaube ich, nie zu erwarten vom PD, um noch was zu trinken. Gebe ich Ihnen mal was rüber. Dann frage ich mal kurz nebendran. Ich nehme einen raus, den Rest können Sie mir einmal zurückgeben, bitte. Na klar. Ne, Kollege kümmert sich gerade schon, danke. So, und dann können Sie sich hier auch einen aus der Packung rausnehmen, Burger. Ja. Super. Was sein sollte, einfach Bescheid sagen. Gerne. Also wenn Sie noch so einen Burger für mich haben, nehme ich den. Na klar, das kriegen wir. Nicoll, die bringen mich jetzt ins Steakhouse. Nehmen Sie sich einen raus, gerne. Das kriege ich nicht. Warum stehe ich denn dann hier jetzt anderthalb Stunden rum? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich gerade auch nicht. Ich habe gerade meine Hände kriegst nicht hin. Ansonsten reiche ich den Energy noch einmal rüber, dann wird's gehen. Okay, alles klar. Wildes hin und her, wir tausche. Ja, jetzt haben sie aber die Hände voll. Das ist irgendwie. Ja, richtig. Schwierig. Braucht denn noch jemand was zu essen? Sonst behalte ich einfach beide. Warten Sie, ich frage mal, ob jemand was zu trinken braucht oder so. Ja, den Energy könnte er sonst auch weitergeben. Den... Okay. Okay. Oder warten Sie, ich mach das mal anders. Herr Cooper, kommen Sie doch bitte noch einmal. Ich stelle Ihnen einmal hier den Energy mal durch. Genau. Das ist eine gute Idee. Und dann können Sie den Burger haben, den einen. So. Genau. Sehr gut. Gut gelöst. Oder? Schon, ja. Wenn Sie noch Durst haben sollten, nehmen Sie sich den an. Ja, genau. Lass den erstmal stehen. Wer weiß, was wir hier noch jonglieren müssen. Richtig. So, ich habe das jetzt nur so halb gekriegt. Ich glaube, der Kollege links von mir wollte... Kollege, hast du noch einen Burger für den Herrn? Für der Dame? Genau. Wie sieht das eigentlich aus, wenn die einem was abnehmen? Die haben jetzt einen Basie und einen Joint abgenommen. So. Ja, und hat den Ring. Gut, der ist klar, der ist weg. Aber die haben mir vor zwei Wochen oder vor einer Woche schon mal einen Basie... Immer die Leute, die so rumschreien. Wegen dem Anwalt wollte er, glaube ich, weil er ins Bett wollte. Ist er jetzt schon schlafen gegangen? Links neben mir? Also hier steht noch eine Dame. Okay, ja dann. Ich sehe das hier nicht. Ich kann nicht durch meinen Kopf durch die Gitterstäbe stecken. Das funktioniert nicht. Ich könnte es versuchen, aber ich glaube, dann bleibe ich hängen. Dann müssen sie mich hier, und dann müssen sie das FT rufen und mich rausflexen. Ja, das ist bestimmt doof. Spaß. Ja. Das wäre doof, ja. Also, oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren würde, aber ja. Die probieren sie es nicht aus.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder so. Wow. Bis FD. Ja, die haben ja jetzt genug zu tun, glaube ich. Ganz ehrlich. Ja. Die irgendwelche Leute aus irgendwelchen Autos raus flexen müssen, ist viel wichtiger. Hm. Und vor allen Dingen lässt sich das mein Chef so schlecht erklären. Wir brauchen eine neue Zelle. Hm. Ja. Und das bei dem neuen PD hier. Ja, gleich direkt wieder renovieren. Wow. Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir nicht in der Stadt mehr als genug Zellen. Aber ja. Was Neues will benutzt werden oder so, ne? Ja, richtig. Ich finde die Idee trotzdem lustig. Ja, nee. Ich frage mal den Herrn gegenüber, ob der noch was möchte. Machen Sie das. Okay, da ist gerade ein bisschen Streiter oder Diskussion, da möchte ich jetzt nicht stören. Nicht? Nee. Kommt nicht so gut, wenn ich da jetzt zwischen dir und sag. Egal, es ist euch jetzt alles egal, Alter, wirklich. Komm mal hier zur Zentrum. Komm rein, Rücken. Nein, 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 komm jetzt ja, hier mit dem Rücken zu. Halt, Alter, ist mir egal. Ja, gut. Sonst haben wir gleich die nächste Straftat, wenn du jetzt hier nicht folgst. Ja, wow, super. Alter, dann drück mir doch eine rein. Es ist mir egal, du machst eh, was du willst, Mann. Aber komm jetzt zur Tür. Ja, sehr entspannt. Das ist gut. Was? Wie im Kindergarten. Muss halt warten, ne? Mhm. Komm jetzt mit dem Rücken hier zur Tür. Praktisch, aber ja. Mhm. Herr Kuba, kommen Sie zur Tür, wir wollen den Handschuh anlegen. Ja, komm, lass das Ding stecken, Alter. Wirklich, alter Schall. Ja, ich mach den Kindergarten, genau. Was ist, ich muss sagen, es ist ja auch ärgerlich, ne? Meine Güte. Entschuldigen Sie. Ja. Wissen Sie, wo die Staatsanwaltschaft bleibt? Wir warten jetzt hier schon wieder seit über einer Viertelstunde auf eine Befragung, die eigentlich sofort stattfinden sollte. Naja, ich kann es versuchen, aber ich kann nichts versprechen, dass ich was erreichen kann. Ja, dann... Ich versuch's einmal. Ja, sonst zur Not, ich wäre Ihnen sonst sehr verbunden, sonst sollen die einfach irgendeine Verwaltungskraft meinetwegen hier runterschicken, aber ja, wir mit Blick auf die Uhrzeit wäre es uns sonst sehr lieb, dass man sonst die Befragung oder dass man das jetzt hier sehr schnell mal abfertigt. Ja, klar, ich verstehe. Ich frage mal Dankeschön. Bei uns an der Leitstelle.
Entschuldigung, ja. Mr. Coachman, seit wann sitzen Sie ungefähr hier in den Zellen? Also, ich denke mal eine Stunde, anderthalb. Ja. Ja. Ja, wieso lässt man Sie nicht raus? Wissen Sie das? Es ist ein Scherz, wirklich. Es ist wirklich ein Scherz. Also, ich meine, wir sind schon seit einer Stunde hier bei Ihnen in den Zellen. Heißt, Sie sitzen mindestens seit einer Stunde. Ich wurde vom LSPD wurde ich angerufen um 23.11 Uhr. Dann sitzen Sie aber bestimmt schon etwas länger. Also nein, ich wurde um 22.58 Uhr angerufen. Ja, das ist ja ganz toll. Na gut. Ja, mittlerweile sind wir auch alleine hier, nicht wahr? Es ist ja kein Officer hier. Ja, er sitzt hier definitiv schon länger als ich hier und ich bin schon seit über einer Stunde hier. So, ich habe einmal Bescheid gegeben. Hey. Ja. Wie lange sitzen wir? Weißt du auch nicht, oder was? Also ich glaube... Also langsam wird es halt auch wirklich lächerlich. Ich bin ganz, also ich meine, Sie können da nichts dafür, Herr Officer. 23 Uhr. Ja, tut mir leid. Ja, nee. Weil also... Das sagt man uns jetzt seit einer circa, ja, guten 20 Minuten. Mr. Dupont, ich bin etwas ungehalten, ehrlicherweise. Weil man uns... Ja, trotzdem, das ist ja nicht seit gerade eben. Wohnen Sie hier in der Stadt oder wohnen Sie hier im Norden? Hier im Norden? Ich wusste gar nicht, dass... Ja, oh Mann. Ja, es ist spät. Ich meine, oben im Norden so. Ja. Also Sie wohnen im Norden? Ich versuch's. Okay, verstehe. Na, ich suche mir auch vielleicht mal demnächst irgendwann mal eine Unterkunft im Norden. Ich finde den Norden so schön. Ist halt sandig. Das stimmt, ja. Aber Richtung Palito oder so oder Grapeseed